Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem unglaublich tollen Video. Ja. Und wir haben heute einen unglaublich tollen Gast. Wir haben was ganz Tolles gedreht. Und der ist der Rekordgast. Er ist der Rekordgast. Das ist der dritte Auftritt heute bei uns. Das ist ja der Oberhammer. Wir haben quasi seine Karriere geprägt. Geprägt. Wir haben ihn groß gemacht. Liebe Freunde, begrüßen mit einem ganz herzlichen Applaus Marvin McNeefis. Hallo. Das ist immer wieder eine Ehre. Danke, freut mich. Echt, bin ich Rekordgast? Du bist Rekordgast. Ja. Wow. Deine Nägel sind ja unglaublich schön. Ich habe mir Mühe gegeben, damit man nicht so ins Gesicht guckt, weißt du? So bevor wir uns machen. Wir quatschen gleich weiter. Wir gehen jetzt erstmal in einen tollen Clip, denn wir haben eine Erfolgsserie nachgedreht. Wir haben einen Piloten gedreht. Die erste richtige Folge von Keeping Up with the Magnificence. Heute habe ich Marvin und Benny zu mir eingeladen, um mit ihnen über einen Vorfall zu sprechen, der mich emotional sehr aufgewühlt hat. Oh mein Gott, it's amazing. Hi. Okay, Dennis will uns heute etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe dafür extra meinen Wellnessurlaub unterbrochen. Warum kann er es nicht einfach twittern? Ich hoffe, er hat Krebs. Okay, guys, I'm so happy. Freut mich, dass ihr es einrichten konntet. Ich weiß ja, wie viel ihr um die Ohren habt. Soll das ein Scherz sein? Es ist immer wieder toll, dich zu sehen. Wir sind immer für dich da. Egal, wann du uns brauchst. Wir sind eine Familie. Das darfst du niemals vergessen. Oh mein Gott, Hände so rau wie ein Elefantenarsch. Da ist wohl jemand zu geizig für eine ordentliche Maniküre, Das weiß ich sehr zu schätzen. Besonders nachdem Dad mit seiner Cousine durchgebrannt ist, spüre ich ein starkes, inneres Band zwischen uns. I love you guys and it's very strong. And I know you fucking man, you don't go and fuck me now, man. These fucking bitches. Diesen hinterhältigen Schlangen liegt nichts an mir. But karma is a bitch. Und jetzt sag schon, worum geht's? Etwa um Streit mit Brad? Oder um Tiffanys peinlichen Auftritt auf der Beachparty? Oder war Lola wieder respektlos zu dir? Lola from the hair salon. Lola aus dem Friseursalon ist so eine verlogene Schlampe. Mir egal, ob sie S10 und die Tochter der Inhaberin ist. Motherfucker! I will tell you everything, but ich werde euch gleich alles erzählen. Aber esst doch erstmal eine Kleinigkeit. Ich habe extra Marvins Lieblingsessen gekocht. And let's go and let's eat something for skinny bitches here. Yeah. God, thank you. Oh, wow. Bon appetit. Lass es dir schmecken. Ein paar Kilo mehr stehen dir mit Sicherheit ganz ausgezeichnet. Let's be honest. Mal ehrlich. Macht Marvin gerade die Harpe-Kerkeling-Transformation? Okay, so Benny, diesen Angriff wird Benny noch bitter bereuen. Und um das mal festzuhalten, ich habe seit meinem 13. Lebensjahr nicht mehr zugenommen. Heute war mein großer Tag. Und was machen diese beiden Fame-Bitches? Drängen sich total in den Vordergrund. Das werden sie noch bitter bereuen. Hello? Hallo? Nein, danke. Ich bin nicht interessiert. Wer war das? Ach, niemand. Nur ein Werbeanruf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein gewaltiger Vertrauensbruch. Ich war schockiert und zitterte am ganzen Körper. My whole body was shaking like that. Diese billige Schlampe verheimlicht uns etwas und ich werde noch herausfinden, was dahinter steckt. Werbeanruf? Ernsthaft? Oh mein Gott, ich hasse Werbeanrufe. Und ich hasse meine Familie. Dennis, willst du uns nicht langsam mal erzählen, warum du uns herbestellt hast? Ich spürte, irgendwas lag in der Luft. Und zwar nichts Gutes. Dein Befehlston gefällt mir ganz und gar nicht, Benny. Solltest du in deiner Therapie nicht daran arbeiten? Dennis plays this card is passed to him. Dass Dennis diese Karte spielt, passt zu ihm. Aber das wird er noch bereuen. Spätestens, wenn er sich mal wieder mein Ladekabel ausleihen will.
Dennis, you acting like du benimmst dich wie Dad. Merkst du das eigentlich nicht? Della Loggia, della Tagliatoni? Nobody. Niemand sagt in meinen vier Wänden, was ich zu tun habe. Ey, ey, schick nach rechts. Ja. Ey, ey, schick, ey, zurück. Ein bisschen näher ran. An das Glas. Genau. Okay, und jetzt weiter. But I can understand. Ich kann Bennys Neugier aber verstehen, Dennis. Ist etwas mit deiner Gesundheit? Health. Are you doing good? Like, tell me. Like, cancer. Krebs, 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 Krebs. You know. Wisst ihr, I have to talk about it, es musste einfach raus. Zu lang hatte ich mit meinen Gefühlen bereits hinterm Berg gehalten. Meine letzten drei Instagram-Postings. Serious. So aufgelöst habe ich Dennis noch nie gesehen. Real. You bitches don't like ihr them. Habt sie nicht geliked. Warum? Warum? Sorry. Sorry, kurze Pause bitte. You go to fucking shit in place. Ich muss hier raus. Das nächste Mal bei Keeping Up with the Magnificence. Dennis zieht harte Konsequenzen. So ich bin den beiden bei Instagram entfolgt. Oh my God. Oh mein Gott, diese Schlampe. Das bedeutet Krieg. Not kidding. Ja, Mensch, das ist doch toll, oder? Das ist war unglaublich war lustig, oder? Amazing. Ja, das war wirklich also, amazing. Zum Glück habe ich eine zweite Unterhose dabei. Es war unglaublich wir haben uns extra genauso so angezogen. Gelacht, ja. Wir haben genauso angezogen wie beim Dreh. Also damit es auch alles authentisch bleibt. Und Marvin, du hast ja was ganz Tolles gemacht. Du machst ja immer tolle Videos. Das weiß mittlerweile ganz Deutschland. Dankeschön, danke. Du bist danke. Absoluter Kult. Du bist eine Legende. Und du hast eine, habe ich mir extra gemerkt, eine Highlighter- und Schminkpalette rausgebracht. Lidschatten. Nee, okay. Eine fast Lidschatten. Gemerkt. Eine Lidschatten- und Highlighter-Palette. Ja! Danke, danke, danke. Wie hast du das rausgebracht? Die habe ich rausgebracht. Die hast du mitgebracht, zeig doch mal. Ich hab die versteckt, ja, damit die nicht so ugly schon rumliegt. So, ich mach's einfach auf. So, bist du ready? Wir sind alle bereit. Okay, pass auf, Zuckerschock. Boah, jetzt möchte ich aber richtig geile Effekte reinbearbeitet haben, ja? Dass ich richtig geile Effekte reinbearbeitet habe. Und wie ist so quasi Resonanz auf deine Palette? Mega positiv, ich freue mich voll. Also bis jetzt war alles überwiegend halt gut und alle freuen sich. Ein paar haben gesagt, es ist ihnen zu kinderschminkemäßig. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, dann kennst du meinen Kanal nicht. Also wenn das nicht nach mir ausschaut, dann weiß ich nicht, was du von mir willst. Ja. Nee, aber die werden überrascht sein. Wann kommt denn unser richtiges Produkt? Ich habe noch kein Produkt in den Händen gehalten. Ja, was sollen wir denn machen? Wir machen so einen ganz ekelhaften Fertig-Mikrowellen-Hamburger und zwei Scheiben. Auf dem Kanal von Marvin, der ist natürlich in der Infobox, da gibt es alle Infos zu seiner Palette, wirklich grenzenlos. Und wir bedanken uns, wir sehen uns sicherlich auch noch im neuen Jahr, im vierten Jahr. Ja, bestimmt. Wieder. Also ich muss ja Rekord halten, ne? Genau, du musst den Rekord halten. Ist uns schon bewusst. Ja. Auf Wiedersehen und einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und Farewell. Bye.